Herzlich willkommen zu Brisant, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie bei uns sind. Beginnen wir mit einer ja sehr mysteriösen Geschichte, kann man sagen. Was ist mit einer 20-jährigen Frau passiert, die gefesselt und geknebelt in einem Straßengraben in Schleswig-Holstein gefunden wurde? Das fragt sich auch die Polizei in Lübeck. Die Studentin selbst kann sich nicht richtig erinnern, nur dass sie auf einer Party war und wohl in einen Transporter gelegt wurde. In diese Richtung wird jetzt auch weiter ermittelt. Ja, und die folgende Geschichte, liebe Zuschauer, beschäftigt Menschen über Ländergrenzen hinweg und könnte durchaus die Vorlage für einen Kinofilm werden. Der Fall der isolierten Familie auf einem Bauernhof in den Niederlanden. Zwar kommen immer mehr Details ans Licht, aber noch ist eben nicht ganz klar, was sich da genau abgespielt hat. Ob die Familie eben freiwillig dort lebte oder doch festgehalten wurde von einem gebürtigen Österreicher. Und der könnte wiederum die Schlüsselfigur sein in diesem sehr, sehr rätselhaften Fall. In Hamburg hat ein Prozess begonnen, der für viele Menschen viel zu spät kommt. Es geht um die Aufarbeitung von Nazi-Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs. Und wie wichtig das ist, das zeigen die aktuellen Ereignisse in Halle an der Saale, wo vergangene Woche ein Rechtsextremist Juden töten wollte. Im Prozess heute muss sich ein ehemaliger Wachmann des Konzentrationslagers Stutthof verantworten wegen Beihilfe zum Mord an weit mehr als 5000 Menschen. Und einer, der geholfen hat, ja, großes Leid über sehr, sehr viele Familien zu bringen. Auf deutschen Straßen demonstrieren in diesen Tagen ja tausende Kurden. Sie wollen ein Zeichen setzen gegen den türkischen Militäreinsatz gegen ihre Landsleute in Nordsyrien. Und meist bleibt es ja auch bei friedlichen Protesten. Allerdings ist die Situation gestern in Nordrhein-Westfalen derart eskaliert, dass die Polizei eingreifen muss. Kurden und Türken stehen sich unversöhnlich gegenüber. Und plötzlich fliegen Steine. Es gibt Verletzte, auch in den Reihen der Polizisten. Ja, und sehr, sehr kommen wir zum Thema Schule jetzt, liebe Zuschauer. Einige Kinder wird es vielleicht gefreut haben, denn in Lörrach in Baden-Württemberg hatten heute viele Schüler schulfrei. Und das, obwohl dort noch gar keine Ferien sind. Ja, und das liegt nicht daran, dass sie nicht lernen wollten. Nein, ihre Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Das Schulgebäude ist in einem so maroden Zustand, dass die Rektorin einfach mal die Notbremse gezogen hat. Eltern und Kinder standen heute Morgen vor verschlossenen Türen. Reden wir jetzt über das Autofahren, liebe Zuschauer, Hand aufs Herz. Sind Sie so ein gemütlicher Autofahrer oder gehören Sie zu den Dränglern oder zu denen, die dann doch auf der linken Spur weiterfahren? Bei unserer nächsten Geschichte geht es ja alles andere als gemütlich zu. Da wird nämlich gedrängelt, aber nicht mit Lichthupe, wie man das vielleicht eigentlich kennt. Nein, jetzt ruft man an. Und zwar den Autofahrer vor sich. Hier die ganze Geschichte. Vielleicht einfach mal entspannen, das soll ja helfen durchaus. Und jetzt brisant prominent bei uns und da wird es erstmal royal. Kate und William begleiten uns ja schon die gesamte Woche. Sie sind in Pakistan unterwegs derzeit und treten damit durchaus in die großen Fußstapfen Dianas. Auch sie tourte schon durch den Staat in Südasien. Und jetzt besuchen die jungen Royals das Land, treffen ja bekannte und auch weniger bekannte Menschen und informieren sich auch über das Thema Klimaschutz. Ja, und auch das Lachen kommt nicht zu kurz, wie man sieht bei Kate. Also gelöste Stimmung bei dem Paar, das auch sportlich sehr, sehr gut unterwegs ist. Ja, und die prächtigen Outfits von Kate und William auf ihrer Reise durch Pakistan, die gibt es auch nochmal in voller Schönheit auf brisant.de bei uns zu bestaunen. Klicken Sie da gern mal rein, liebe Zuschauer. So, hätten Sie eigentlich ganz gern ein Ebenbild aus Wachs? Viele Prominente bekommen ja eins bei Madame Tussauds in Berlin, können Sie sich dann bestaunen durchaus. Wir, also Mareile, Susanne und ich, haben noch keine Wachsfigur, aber dafür Sie hier, Mode-Ikone Anna Wintour. Und klar, dass da auch so einige Models heute zur Präsentation erschienen sind und die haben ein bisschen aus dem Nähkästchen der Glitzerwelt geplaudert. Rose of Charity, auch heute schauen wir zur Promi-Segelregatta, da wird übrigens auch gegessen kräftig, obwohl es diesmal weniger um Segeln geht, sondern auf die Insel Hydra. Im malerischen Hafen ankern die Boote der Stars und während die einen an Bord bleiben, wollen andere dann doch raus, sich mal umschauen auf der Insel, die eben sehr, sehr schön ist. Ja, was gibt es so zu sehen? Eine Menge Esel, weil eben autofreie Zone und ein paar prominente Reiseführer für unsere Promi-Expertin Susanne Kleen. Wetter sowieso, ja, mal sagen auch wir hier aus dem Studio. Wenn die Helene mit dem Robbie gemeinsame Sache macht, dann gibt es in diesem Jahr etwas Besonderes zu Weihnachten. Mehr jetzt. Es wird rockig bei uns mit dieser Band hier, hören Sie mal. Mando Diao mit Dance with Somebody, vielleicht könnt ihr sich noch erinnern, der Titel ist schon so ein paar Jährchen älter. Später hat die Band rumexperimentiert und ging in die Synthie-Pop-Richtung, doch das ist vorbei.
Jetzt kehren die Jungs zu ihren rockigen Wurzeln zurück. Viele, viele Gitarrenklänge, dreckig und laut soll es sein, aber leise geht auch. Und wir laufen uns morgen wieder warm hier im ersten Punkt 17:15 Uhr. Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.